Am Dienstag haben Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bürgermeister Michael Ludwig den Jubiläumsbrunnen Bierwasser gemeinsam mit Klimastadtrat Jürgen Czernohorski feierlich eröffnet. Der Brunnen wurde anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der ersten Wiener Hochquellleitung gebaut. Verantwortlich für die Gestaltung des Brunnens war das Künstlerkollektiv Gelatin. Was genau der Brunnen darstellt, ist rasch erklärt. Es handelt sich um 33 Figuren, die in ihrer Vielfalt zugleich die Vielfalt der Menschen widerspiegeln. Die Betonmischungen für den Bau der Figuren wurden von der TU Wien eigens für Gelatin entwickelt. Der Bau des Brunnens war nicht unumstritten. Kritik gab es vor allem an den Kosten. Ursprünglich war das Projekt mit 2,1 Millionen Euro angesetzt. Dieser Betrag war jedoch ein maximaler Rahmen, der bei der Umsetzung zumindest nicht überschritten wurde, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorski. Ja, das Budget ist natürlich eingehalten worden. Man muss dazu sagen, ein Brunnen an sich hat sehr viel Technik. Da ist die künstlerische Ausgestaltung, die aber sehr beeindruckend und komplex war. Das ist Beton, den man nicht einfach so gießen kann. Da wurde gearbeitet mit Wissenschaftlern. Aber darunter ist die Brunnenstube, darunter ist die ganze Technik. Es soll ja den Platz abkühlen. Es soll ein Ort sein, der was wie an vielen anderen Orten auch ein Stadtmobiliar ist, damit man da auch bleiben kann, verweilen kann, sich entspannen kann und es ist nicht so heiß. Ist. Und das alles, das ist natürlich eine Investition, die ist es aber meiner Meinung nach auch wert. Dass der Brunnen in Favoriten gebaut wurde, hat natürlich einen guten Grund, wie uns Bürgermeister Michael Ludwig im Interview verrät. Ja, Favoriten ist der bevölkerungsreichste Bezirk in unserer Stadt und der Standort hier ist deshalb gut gewählt, weil er an der Schnittstelle eines historisch gewachsenen Bezirkskerns ist und an der Grenze zu einem völlig neuen Stadtentwicklungsgebiet, das ebenfalls große internationale Anerkennung gefunden hat. Also von daher an der Schnittstelle von zwei Bezirksteilen, die zusammenwachsen. Der Brunnen soll als kühlende Oase im Sommer dienen, aber auch Touristen anlocken, wie Cornelia Offergeld von Kunst im öffentlichen Raum erzählt. Auf die Frage, ob das hier zu einer Touristenattraktion wird, kann ich Ihnen antworten. Es ist eine Attraktion, weil es einfach gute Kunst ist. Und ich weiß, dass Menschen aus aller Welt schon nachgefragt haben, was macht ihr da? Laut Cornelia Offergeld kommt der Brunnen zumindest bei den Anrainern bereits jetzt sehr gut an. Zwar könne sich nicht jeder für das sprudelnde Kunstwerk begeistern, die Rückmeldungen werden aber überwiegend positiv.